Sie sehen nun ein kurzes Infovideo, mit dem wir Sie in Rhyme City willkommen heißen. Im Laufe der Geschichte waren Pokémon stets Teil unserer Welt. Die ersten Menschen fingen und trainierten sie, um ihre einzigartigen Fähigkeiten für das Gemeinwohl zu nutzen. Aus dieser Beziehung hat sich etwas entwickelt, das wir als Pokémon-Kämpfe bezeichnen. Doch ein Mann hat alles verändert. Howard Clifford, Gründer und Vorsitzender von Clifford Industries. Nach seiner Diagnose einer seltenen degenerativen Erkrankung zog er sich aus seiner Firma zurück und suchte in aller Welt nach einem Heilmittel. Wie sich herausstellte, bestand das Heilmittel, nach dem ich suchte, darin, mich zu einer besseren Version meiner selbst zu entwickeln. Und das lernte ich durch eine Partnerschaft mit Pokémon. Und er wollte diese Entdeckung teilen mit der Welt. Dies war Howard Cliffords Inspiration, Rhyme City zu gründen. Ein Ort, an dem Menschen und Pokémon miteinander leben. Im Gegensatz zu anderen Regionen, wo Pokémon in der Wildnis leben, leben und arbeiten wir hier zusammen. Keine Kämpfe, keine Trainer, keine Pokebälle. Eine stärkere, harmonischere Welt. Im Namen all unserer Einwohner, willkommen in Rhyme City. Die Feuerbekämpfung wäre ohne Hilfe der Shiki-Partner schwieriger.